Mit dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester und somit auf die Jüngsten der westlichen Gesellschaft hat der Terror des Islamischen Staates eine neue, widerwärtige Dimension erreicht. Was macht das mit uns? Wie verändert diese unkalkulierbare Gewalt schleichend unseren Alltag? Krone AT sprach mit Jugendlichen und mit Eltern, mit Furchtlosen und mit Irritierten. Ja, den kennt man ja nicht, die was das nicht erkennt. Der war eh bekannt, der junge Mann. Da rennen ja genug mal drum. Auch bei uns in Österreich, weil jeder kennt sie ja nicht, ne? Wie soll man die kennen? Steht ihm ja nicht auf der Stirn geschrieben. Meiner Meinung nach, so Selbstmordattentäter, die sind einfach nicht zu verhindern. Was halt ärgerlich ist, wenn man dann immer wieder hört, dass sie schon unter Beobachtung waren und dann trotzdem so etwas passieren kann. Das ist ärgerlich. Das ist in Deutschland passiert, erst in England ist passiert. Also das macht mir eigentlich nachdenklich. Ich flicke, also ich wollte den Spuren der Rosamunde Pilcher folgen und meine Tochter fährt mit mir. Und wie ich das gestern gehört habe, mir rinnt die Gänsehaut, weil ich sage, wer weiß, wem was einfällt, wo. Ja, also ich weiß, dass ich sicher in kein Kaufhaus gehen werde. Ich fürchte mich vom Flughafen, aber nicht nur in London, sondern auch in Wien. Und ich wollte in Schloss Schönbrunn eigentlich aufs Konzert gehen. Ich meide es. Es ist leider traurig. Es ist sehr traurig. Es ist furchtbar. Ja, ich habe einen besten Freund. Er ist Muslim, ja. Das ist der Einzige. Also wir verstehen uns gut und so. Und wir reden auch also sehr oft drüber, was da gerade passiert. Ja. Aber dumme Leute, die denken anders. Ja. Aber die werden so aufgezogen. Ja. Also, Hass wird nicht geboren, ja, sondern es wird dir beigebracht. Ich finde, das kann man eigentlich gar nicht mit einer Religion zusammenhängen, weil ich weiß nicht, es gibt auch diverse so Verse in der Bibel, die so hart geschrieben sind, ja. Aber man kann dann auch nicht sagen, Christentum ist ein Terror, ja, sondern das sind einfach die Menschen, die das umsetzen. Deswegen, ich würde das gar nicht mit der Religion verbinden. Bei manchen Menschen, da kann man tausendmal drehen, die ändern ihre Gedanken nicht, glaube ich. Also, weil im Koran steht, dass Töten verboten ist. Ne? Das ist eine Sünde für uns. Und das, was geschieht, das finde ich, dass halt nicht der Islam macht, sondern halt die den Islam halt wegbringen wollen. Halt. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, wenn es mich getroffen hätte, so Alter, ich habe mein Leben gelebt. Ja. Aber Junge, ist ein Wahnsinn. Meine Meinung. Also, es wird immer schlimmer eigentlich. Schreckliche Zeiterscheinung. Da kommt noch was. Glaub mir, dieser Sommer wird auch ein Albtraum. Mich nehmen all diese Anschläge mit, weil ich mir denke, die machen das im Namen einer Religion und welcher Gott auch immer auf der Welt kann sowas gutheißen. Also, das verwundert mich als nichtgläubigen Menschen sehr. Also ich steige auf keinen Regenwurm, aber um den Menschen ist nicht schade. Was der angerichtet hat, das ist ja nicht, dass ich sage, da hat es auch niedergeführt. Das passiert ja ununterbrochen, was halt so ist. Ne? Na, die Zeit, na, wenn da einer sagt, die ist schön und da kann man glücklich sein, na ja, es kommt drauf an. Ich sehe ein Urenkel, aber was denen noch bevorsteht, wird uns heute schon leid. Viel Glück für eine Arbeit.